Guten Abend, herzlich willkommen zu Ulig Sternörtchen. So, wo seid ihr denn? Romantikus 74, Lillifee. Guten Abend, Ina Hase, grüße euch. Wie schön, dass ihr alle dabei seid. Herzlich willkommen zu Ulig Sternörtchen. Wo endlich mal Zeit in Ruhe zu reden. Es ist Sonntagabend, ich gestehe euch. Ich muss mich hier erstmal sortieren. Wir waren ja das Wochenende nicht da, wir waren auf einer Feierlichkeit und sozusagen, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Und ich gestehe, ich habe heute nur einen leichten Gloss aufgelegt, weil, schaut mal, ich habe mich heute Nachmittag ein Stündchen hingelegt, wie ich wieder da, schaut mal, was mir passiert ist, mir ist eine Ader geplatzt, da. Und deshalb kann ich mich jetzt nicht schminken, weil ich morgen früh drehen muss. Und jetzt hat mir meine Maskenbildnerin empfohlen, mit der habe ich dann telefoniert, da habe ich so einen kalten Teebeutel, Schwarzteebeutel, den werde ich mir zwischendurch immer so drunter machen, weil Schwarztee die Adern zurückziehen soll, interessanterweise. Na, ich bin gespannt. Wir fangen jetzt mal an. Einen wunderschönen guten Abend. Mal zur Bescheuertsonne. Herzlich willkommen zu Ulig Stille Wörtchen, wo endlich mal Zeit ist. Tag hier nach Köln. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin. Elena Ulig. Guten Abend, herzlich willkommen zu Ulig Stille Mörtchen. Es ist Sonntagabend, es ist 22.15 Uhr und wir sind am Start. Ich freue mich, schönen guten Abend, dass ihr da seid. Erstmal möchte ich mich bei meinen großartigen Unterstützern bedanken und Gretel, Hakle, der Malogica und neu hinzugekommen seit letzter Woche Noeli. Und da bin ich ganz, ganz stolz und ganz, ganz dankbar, dass die an meiner Seite sind und für die hatte ich am Sonntagabend einen Quatsch. Ich rede wieder einen Quatsch. Am Donnerstag ein wunderbares Shopping und das hat großen, großen Spaß gemacht. Ihr wisst, ich liebe das Shoppingparadies und das sind echt ganz tolle Haarprodukte. Total organic, also auch Pflanzenfarbe und all das. Guckt euch das mal an, in Deutschland produziert. Das ist wirklich großartig und ich bin ganz stolz, dass die Baha Kran gesagt hat, ich will auf Stille Örtchen, ich möchte deine Kunst unterstützen, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Und das mag ich besonders gern, wenn man so eng zusammen ist, das wisst ihr ja auch. Und jetzt, aber heute, gibt es wieder mein Gewinnspiel. Sag mal, mögt ihr eigentlich die Gewinnspiele? Weil ich möchte ja, dass meine Unterstützer sozusagen, würde ich ja gerne, dass die auch für euch was Tolles machen. Deshalb habe ich ja immer dieses Gewinnspiel wieder gestartet. Und ich merke, aber ihr schreibt nicht so viele tolle, nette, lustige, kreative Kommentare. Also jetzt bitte mal ein Herz, wenn ihr das Gewinnspiel mögt. Weil dann gibt es nämlich heute wieder bis Dienstagabend und diesmal von Dermalogica. Ihr wisst, es rotiert. Erst Dermalogica, dann und Gretel, dann Hakle, dann Noeli. Sozusagen, da gibt es das Special Cleansing Gel. Schaut, meins ist schon ganz alles, schon ein bisschen ab. Und den Pre-Cleanser, also die Grundreinigung, die man braucht. Den Pre-Cleanser vorab, dann das Special Cleansing Gel und danach seid ihr fit für den Sommer und überhaupt. Also, wenn ihr das gewinnen wollt und wenn ihr weiterhin Lust auf das Gewinnspiel habt, dann schreibt ihr ein nettes, kreatives Kommentar später unter das gespeicherte Stille Örtchen. Und zwar, das habe ich mir aufgeschrieben, jetzt musste ich gerade so lachen, weil ich habe mir den Satz überlegt. Dann habe ich das, guck mal, das kann ich ja selbst kaum lesen, darauf geschrieben. Das Gefühl warmer Sonnenstrahlen auf der Haut. Das Gefühl warmer Sonnenstrahlen auf der Haut. Dazu einen netten, lustigen, kreativen Kommentar bis Dienstagabend 18 Uhr. Und ihr wisst, ich suche mir dann immer was aus. Ich mag gern Gedichte, muss aber nicht. Es kann auch einfach nur ein Text sein, kann auch einfach nur ein Satz sein oder egal was. Isolde Mai, du hast jede Menge von Noeli bestellt. Das freut mich sehr und du wirst sehr, sehr, sehr viel Freude damit haben, weil das ist wirklich ganz toll und dein Haar und deine Kopfhaut wird es dir danken. Das kann ich dir sagen. Und es ist auch gerade, wenn man Haar-Kopfhautprobleme hat und all das, dann ist das großartig. Also alle meine Unterstützer sind großartig. Ich liebe sie alle, ja. Und es macht wirklich großen, großen Spaß. Schaut mal hier. Das kann ich auch mal einmal zeigen. Heute habe ich von Hakle das blaue Klopapier. Das passt natürlich auch hervorragend hierzu. Was wollte ich euch erzählen? Das war eine wilde Woche, ihr Lieben. Ihr wisst, ich drehe wieder. Ihr wisst nicht was. Ich hoffe, das darf ich euch diese Woche sagen, weil das ist noch nicht offiziell. Und sobald es offiziell ist, werde ich euch das natürlich sagen. Ich freue mich sehr, dass die Katharina Jakob gleich zu uns kommt. Sie war schon zweimal da und heute ein drittes Mal. Und da geht es ja ein bisschen turbulent zu und über all das werden wir nachher sprechen. Wer wird mich raus? Du, dann schmeiß mich doch raus. Da ist schon wieder jemand, der sich beschwert über irgendwas. Wenn du nicht bei mir sein willst, dann musst du gehen. Ganz einfach. So, Punkt. Es ärgert mich. Es ärgert mich, wenn Leute dann keine Lust mehr auf mich haben. Dann müssen sie ja gar nicht da sein, aber dann sollen sie einfach gehen. So einfach ist das. Was wollte ich euch erzählen von dieser Woche? Ja, es war eine wilde Woche.
Wir waren dann bei einer Hochzeit am Wochenende, das war auch wild, sag ich euch. Und dann sind wir zurückgefahren und das war auch wild. Und jetzt bin ich ein bisschen, habe mich aber sehr gefreut heute auf Stille Örtchen, weil es ist ja gerade Münchner Filmfest, da sind wir vorhin auch noch kurz vorbeigegangen und das war ganz lustig, weil es war jetzt 2 Jahre keine wirklichen Veranstaltungen. Wir waren heute da, das war auch draußen und schön weitläufig und ich bin da eigentlich nur rumgeturnt und habe gesucht, neue Leute zu rekrutieren für Stille Örtchen, dass sozusagen wir eine schöne Gästeliste haben. Apropos, was auch ganz wichtig ist, das Stille Örtchen wird eine Sommerpause machen. Die letzte Sendung des Stillen Örtchens vor dem Sommer ist der 17. Juli. Also danach noch, nach heute noch genau 3 Mal. Dann gibt es eine lange Pause bis 11. September. Weil ich werde das mit dem Dreherei, ich schaffe das gerade nicht. Und dann haben die Kinder auch Sommerferien und ich komme gerade nicht hinterher. Also das Stille Örtchen wird dann pausieren, damit wir mit frischem Elan und viel Kraft wieder reinstarten. Ja, was gibt es von dieser Woche zu berichten? Wie gesagt, ich nehme euch mal mit. Gestern lief ich auf dem Münchner Filmfest. Ich war nicht da, das Weiße Schweigen hieß der Film. Habe dann heute auf dem Bavaria-Empfang kam jemand auf mich zu und hat gesagt, wie toll sie waren. Da war ich ganz gerührt, da habe ich so, ach, das ist ein wirklich toller Film, der wird irgendwann ins Fernsehen kommen. Oh, jetzt seid ihr geschockt wegen der Sommerpause. Es tut mir leid, ich bleib ja sonst euch erhalten, aber ich mag die Sendung total gern, das wisst ihr. Aber du brauchst ja die Gäste, dann redest du mit dir. Das ist ja nicht nur ein Telefonat, kommst du Sonntag auf Stille Örtchen, sondern es ist viel Organisation. Und mit dem Dreh und dem allem zusammen gerade kriege ich das alles nicht unter einen Hut. Und dann ist der Herr Karl am Drehen und unsere Kinderfrau ist im Urlaub und dann bin ich alleine. Und wie soll denn das Sonntag? Hier hält ja der Herr Karl gerade draußen die Stellung, dass wenn jemand aufsteht, dass man dann sozusagen die Kinder in Kontrolle bringt. Wenn ich aber allein mit euch auf dem Stillen Örtchen bin und keiner da ist, wie soll das dann mit den Kindern gehen, wenn da jemand aufwacht? So, das nächste Thema noch für diese Woche und da bin ich ganz aufgeregt. Am Donnerstag schreibt euch das alle fest in euren Terminplan. Um 7:45 am 30. Juni gibt es meine Bekleidung. Sozusagen. Das erste Mal, ich bin ganz gespannt, was ihr sagt. Das ist auch ein Wahnsinn, was da jetzt alles los war. Da habe ich ein Fotoshooting für gemacht und dann haben wir Karten und dies und Internet. Und also man denkt ja, ach, man macht da mal was, so einfach ist das nicht. Also das wird am Donnerstag passieren, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dazu kommt, weil ich bin ganz, 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 ganz stolz darauf, weil ich habe das für mich und vor allem für euch gemacht. Ganz einfache Sachen, die wir super tragen können und das ist, es gibt gar nicht viele Teile, dafür war die Zeit zu knapp. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am Donnerstag um 7:45 bei Ulig Shopping Paradies dazu schaut sozusagen und gespannt seid, was es da gibt. Jetzt schauen wir doch mal, wo der Herr Seebacher ist, ob der verkackt ist oder ob der jetzt vorbeikommt. Herr Seebacher, sind Sie bei der Bavaria versackt? Herr Seebacher? Elena! Ich glaube, ich muss mein Auge noch Hallo? Ein bisschen kühlen. Hallo, Herr Seebacher, wo sind Sie? Also, Elena, ich sehe dich jetzt nicht. Bitte nicht wieder Internetquatsch. Außerdem ist meine Linse verschmiert. Inken! Hallo, mein Schatz. Was ist jetzt schon wieder? Warte mal. Was ist mit dem Netz? Warte mal. Ich kann hier Kommentare lesen. Wen willst du bestellen, Angelika? Was willst du bestellen? Herzen, sag doch mal, was du bestellen willst. Warte mal. Oh ja. Ja, Elena, hallo? Ist das dein Internet oder was meinst du? Wo bist du schon wieder? Bist du noch bei der Bavaria? Ich bin doch bei der Bavaria, hör mal. Kann doch nicht wahr sein. Ich habe dich vor 4 Stunden, 4,5 Stunden verlassen. Ja, ich bin doch hier, was soll ich sagen? Da hier, guck, alles leer. Bitte ganz allein. Das kann doch nicht sein, dass du die ganze Zeit sitzt. Guck mal, was mir passiert ist. Mir ist noch eine Ader geplatzt nachher. Was machst du da drauf? Tee. Ich habe gehört von meiner Maskenbildnerin, ich soll Tee drauf machen. Das wäre doch auch mal eine schöne Rubrik. Was, Elena und Ferdis schöne Hausrezeptchen. Was tun bei... Ist tatsächlich bei der Bavaria. Ich glaube das gar nicht. Ja, ich glaube das gar nicht. Wir haben hier die Feuerstelle eingeheizt. Ich wollte ja eigentlich noch, also muss ich jetzt mal sagen, dass du noch bleibst. Das weiß ich ja. Herr Karl hat gesagt, nein. Der Herr Karl hat gesagt, nein. Der Herr Karl war ja auch da und alle da draußen. Ne? Das war sehr schön. Und dann hast du gesagt, es hat mich sehr gefreut auf Wiedersehen und bist abgedampft. Ich bin geblieben. Ich habe hier die Stellung gehalten. Das ist auch und gut. Du bist auch noch jünger. Du bist auch noch jung und knackig. Ne? Und ich kann dann auch irgendwann gehen. Ich habe auch gar, ganz im Ernst, ich habe auch gar nicht die Kapazität. Ich wollte mit dir noch Tennis spielen. Ja, wir hatten doch Tennis. Da kriege ich die Einladung von der Bavaria, steht da Tennis und Beachvolleyball. Als wenn ich auf ein Branchentreff gehe, die mich nackig mache, um dann mit der Branche Beachvolleyball zu spielen. Ich wollte mit dir noch Tennis spielen und Beachvolleyball. Und ich habe noch Tennis gespielt. Mhm.
Und ich möchte, dass wir mal bei Zeiten auch mal da draußen den Fans zeigen, dass wir beide sehr gut Tennis spielen können. Das werden wir machen, aber jetzt werde ich die Katharina reinholen und du trink da nicht so viel, mach nicht mehr so lang. Du weißt, ne? Ich trinke keinen Alkohol und ich habe noch gar nichts getrunken. Ich wünsche euch ein schönes Gespräch, tolle Zusammenkunft und wünsche euch beiden alles Gute, alles Beste. Ich habe ein bisschen mitverfolgt und so und schicke ganz viele Bussis an euch beiden. Ja? Danke dir. Tschüss, mein Schatz. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss. Danke dir. Ciao. Ach, auf dem Pferd, wenn es doch verlasst, ist auch ein wirklich treuer Gesell. Was ich am Auge habe, ich weiß es nicht. Ich kam vom Bavaria-Empfang, lernte Text, legte mich ein halbes Stündchen hin und zack, habe ich so einen Quatsch da bekommen. Katharina, jetzt hole ich dich rein. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich hole dich rein und kühle noch einen Moment mein Auge mit dem schwarzen Tee. Ich weiß nicht, ob das, aber man kann es ja hoffen. Du! Hello, mein Schatz. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Na, du verrückte Nudel, was hast du für eine geile Brille an? Die spiegelt sich jetzt in deinem Ringlicht, Katharina. Jetzt siehst du aus. Jetzt sehe ich dich zwar nicht mehr, aber ich höre dich ja noch. Ja, aber das musst du auch nicht. Ich werde dir alles erzählen. Weißt okay, du? Gut. Sag mal, aber sag mal, der Teebeutel steht dir ausgezeichnet. Den solltest du immer unter dem Auge tragen. Ist ganz schön, ne? Kann man tragen. Hast du das schon mal gehört, dass Teebeutel hilft bei so... Siehst du das? Ich bin aufgewacht und hat plötzlich so ein blaues Ding. Mädel, ich bin total blind ohne Brille. Was soll ich da sehen? Guck mal hier. Ja. Oh, siehst du? Dich kleidet alles. Finde ich auch. Man kann es auch tragen. Es wirkt wie eine Träne. Ne? Das kann man noch machen. Ein bisschen. Ja. Dich kleidet aber auch alles. Das kann ich mal kurz zurückgeben. Ja, du, ich habe ja jetzt dieses Ringlicht von meiner Tochter mir geklaut. Meine Tochter hat das sich ja schicken lassen. Die kommt am Mittwoch aus Kanada mit den beiden Enkeln. Und die muss ja immer Castings machen für die Kinder. Und da hat sie so ein Ringlicht und mit so einer Hintergrundgeschichte. Und jetzt habe ich mir dieses Ringlicht geklaut und merke aber, so wahnsinnig viel bringt es nicht. Du siehst immer gut aus, ob mich oder ohne Ringlicht. Wieso? Mach mal aus, dann wirst du den Unterschied sehen. Mach mal aus. Warte mal. Scheiße, ich sehe ja nicht. Oh! Siehste? Oh. Mach's wieder an. Wow. Hello. Sag mal, du hast mal so schöne Kopfhörer. Hast du denn jetzt auch Perücken zu Hause? Ich habe 4 Perücken. Echthaar? Nein. Also Echthaar, ehrlich, ich habe eine Echthaar-Perücke angezogen. Die hing mir dann immer wie so eine Gardine vorm Gesicht. Und dann haben die mir den Preis genannt und dann habe ich gesagt, ihr habt echt einen Schuss. Und die sind auch gar nicht zu frisieren. Das geht gar nicht. Bei diesen Kunsthaarperücken kann ich mir die ersten Frisuren machen, die stehen wie eine Eins. Hast du eine da? Da muss ich aber jetzt ins Schlafzimmer rennen. Und über die Anrichte springen. Was meinst du? Und über die Anrichte auf dem Weg nochmal springen. Ja, ich könnte aber meinen Mann anrufen. Ja. Nee, ich habe kein Handy da. Ruf ihn nochmal an. Aber mit was willst du den denn anrufen, wenn du mit mir sprichst? Damit er mir die Perücke bringt. Aber wie welche willst du den anrufen? Ich kann natürlich das Handy jetzt nehmen, euch mitnehmen in mein Schlafzimmer, die Perücken zeigen und dann sagen, welche soll ich aufsetzen? Wenn du musst es nicht tun, natürlich, Katharina. Aber was ich ja interessant finde, dass ja eigentlich mal Perückenmode mal machen muss. Was ist ja wie ein Faszinator eigentlich. Weißt du, du kannst es so tragen. Perücken sind ja auch was Schickes. Ja, vor allem, es erkennt dich keine Sau. Also wenn ich diese graue anhabe mit dem Pony, erkennt mich kein Schwein. Du kannst natürlich auch für jeden Film dann eine andere Haarfarbe nehmen, wenn du möchtest. Du kannst dich verjüngen. Aber das Problem ist, wenn es heiß draußen ist, es juckt wie blöd. Und jetzt fangen ja an, meine Härchen wieder zu wachsen. Das Irre ist... Zeig mal. Hier. Also es fängt wieder ein bisschen an. Das Irre ist, ich habe ja fast meine ganzen Augenbrauen verloren. Ich hatte ja sehr dicke Augenbrauen. Davon gibt es nur noch ein paar wenige. Meine Wimpern sind mir auch ausgefallen. Aber was so geil war, also ich muss jetzt mal echt was sagen. Ich habe am Anfang der Chemo, hat mir jeder gesagt, nach der zweiten Chemo gehen Ihnen die Haare aus, Frau Jakob.
Also ich immer geguckt, gehe mir jetzt die Haare aus und habe immer reingegriffen. Und irgendwann hatte ich so 5 Haare in der Hand. Habe gedacht, mir gehen die Haare aus. Habe ich mir nachts den Rasierer geholt und habe mich komplett rasiert. Spinnst ich hatte du? Ja schon öfters, ja doch. Ich hatte ja schon öfters Glatze. Also in meiner Panik. Ist aber was anderes, wenn du es aus Spaß machst, als wenn du es musst, muss ich auch mal sagen. Also ich habe mir komplett die Haare rasiert. So, das Problem ist, sie sind mir nie ausgefallen. Aber jetzt wachsen sie auch nicht mehr. Seit 3 Monaten habe ich diese scheiß Stoppelhaare. Sie wachsen einfach nicht mehr. Aber dafür habe ich meine komplette Körperbehaarung verloren. Komplett? Brazilian Waxing habe ich umsonst gekriegt. Hör mal, auch unter den Armen ist weg? Alles weg. Kommt das denn ziemlich wieder? Weißt du das? Also darauf kann ich jetzt verzichten. Ich habe auch meinen Damenbart verloren. Ich habe meine komplette Körperbehaarung verloren. Ich hatte ja immer ziemlich viel Haare an den Unterarmen. Alles futsch. Zeig mal deinen Arm. Ist nichts mehr dran? Nichts mehr dran. Nichts. Das gibt's ja nicht. Ja, komplett. Du, Katharina, dazu müssen wir gleich, das möchte ich dir kurz sagen. Es sind wirklich extrem viele Fragen gekommen. Gestern habe ich das ja in die Story gemacht, da eine Frage an Katharina wäre. Und natürlich, ja, ist irgendwie jetzt die Krankheit ein großes Thema bei vielen Zuschauern, ja, die dir ganz viel Kraft wünschen und vor allem, also ganz viel, da kann ich dir hier, also der Wahnsinn, ja, und dann ist sozusagen immer, wie schaffst du das alles zu halten, wie hältst du den Humor, es geht dir ja auch mal scheiße, es ist ja auch nicht so lustig, ja, das muss man mal sagen und ich möchte auch kurz sagen, wie ich mit Katharina vor längerem jetzt telefoniert habe, hat sie gesagt, warst du bei der Mammographie? Und ich so, nee, ich bin 46. Also ich lege jetzt auf, du machst jetzt einen Termin und dann darfst du mich wieder anrufen. Und dann habe ich wirklich, dann habe ich meine Frauenärztin angerufen und habe gesagt, ich brauche eine Mammographie. Dann müssen Sie erst, ne, die Assistentin, dann müssen Sie erst zur Ärztin. Ich sage, ja, klar, aber machen Sie mir einen Termin. Dann habe ich angerufen schon bei der Mammographie und habe gesagt, ich brauche einen Termin. Und dann haben sie gesagt, nee, sie brauchen erstmal die Überweisung. Und ich habe gesagt, nee, ich brauche jetzt einen Termin. Und die so, ja, aber die haben ja gar keine Überweisung. Und dann habe ich gesagt, die bringe ich Ihnen dann mit. So. Und hab dann gesagt, ja, dann kommen Sie in 3 Monaten. Dann habe ich gesagt, nee, ich komme nächste Woche. Ja, das geht nicht. Ich sage, doch, das muss gehen, weil ich muss das jetzt kontrollieren, weil ich muss drehen. Und sonst habe ich Angst. Also es geht dann doch, wenn man, die wissen gar nicht, wer ich bin, darum geht es gar nicht. Sondern wenn du wirklich intensiv dranbleibst und dich nicht abwimmeln lässt, ja, und dann kriegt man eben doch den Termin und dann habe ich das gemacht und für mich und habe dann gedacht, ich filme das jetzt auch und stelle das rein, weil du hast vollkommen recht, man braucht diesen Arschtritt auch von einer Freundin, die sagt, mach das, ich habe mich wirklich, wie wir telefoniert haben, ich habe das so geschockt, ne, dass, und dann auch dieser Aufruf von dir, jetzt macht es und deshalb möchte ich euch auch allen sagen, macht das, es geht um uns, ja, also sozusagen um unsere Gesundheit. Gott sei Dank hast du es gemacht und Gott sei Dank ist es im Griff. Weißt du? Und du bist eigentlich wieder gesund. Ja, es ist ja so. Ich hatte ja 5 Knoten. Der große war ja 6,8 Zentimeter. Und das Problem ist einfach, den hatte ich schon gefühlt. Aber ich habe gar nicht dran gedacht, dass das in irgendeiner Form gefährlich sein könnte. Ne? Und warte mal. Schatz! Sag mal, kannst du mir mal 2 Perücken bringen? Ja, ich bin auf Sendung. Komm doch mal her, Schatzle. Wollt ihr mal sehen? Ja! Schatzle. Bring mir die ganz graue und bring mir die, nicht die kurze, und bring mir 3, wenn du kannst. Nee, die kleine graue nicht, die stoppelige. Du, es wird hier gerade geschrieben von der Zusa, wir sollten auch Darmspiegelung machen. Ja, Darmspiegelung mag ich deswegen so gerne, weil du dafür ja diese leichte Betäubung kriegst. Und da bin ich ein totaler Freak. Ich habe eine mega Spritzenphobie, aber ich stehe total, da bin ich ein echter Drogi, ich stehe total auf Vollnarkosen. Ja, wenn du so loslassen kannst und dann geht das los. Und ich mache immer eins, damit sie schön langsam spritzen. Ich fange immer einen Witz an zu erzählen
dann wollen natürlich alle die Pointe hören und die Witze sind relativ lang und dann spritzen sie immer alle ganz langsam. Das Gefühl finde ich mega. Wirklich? Ja. Ernsthaft. Ich muss das auch mal machen. Gut, ich werde einen Termin machen. Ich verspreche dir, ich werde einen Termin machen. Auf jeden Fall. Ich möchte nur kurz sagen, dass die Leute gerade sagen, du siehst auch ohne Perücke super aus. Wir haben jetzt nicht die Perücken geholt, weil Katharina nicht super aussieht, sondern weil wir die Modeerscheinung gucken wollen, wie was ausschaut. Ja, genau. So. Jetzt, wahrscheinlich findet er das wieder nicht. Männer finden ja nie was, vor allem nicht im Kühlschrank. Also eigentlich trinkst du sie da. Okay. Ah, er ist da. Schatzel, danke. Das muss ich jetzt zeigen. Komm, bitte. Bitte komm hier. Komm. Ich habe ja wirklich, warte mal, komm hier, bitte, bitte, bitte. Komm hier zu mir. Dann komm hier, komm her. Mein Mann ist manchmal echt lustig. Komm her, nicht auf meine Brille setzen. Ha. So, jetzt hier. Guck mal. Guck mal. Hier steht es eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Aber wir sind im Partnerlook. Ja, ja, wir haben den gleichen Friseur. Wir haben den gleichen Friseur. Lustig. Aber du hast ich hab mitgebracht. Oh, die ziehen doch mal auf die graue. Könnt ihr beide die noch graue? Rein? Ich oder du? Wir streiten uns jetzt um die Perücke. Warte mal, ich mach dich mal gerade, damit du mal mehr siehst von mir. Ach, so. Hey, was machst du denn? Was denn? Das ist ein Wasserglas. Jetzt ist das Sofa. Na Gott sei Dank ist es nur Wasser. Das sind die Unfälle. Hat er das Wasserglas jetzt ausgekippt oder was, Katharina? Mein ganzer Arsch ist nass. Hat das Wasserglas jetzt ausgekippt? Ja, total. Und sein ganzer Arsch ist nass. Es war ein volles Wasserglas. Was machst du denn jetzt? Mein Arsch retten. Du musst mir doch. Das ist mein Samtsofa. Da kann ich mich jetzt tagelang nicht drauflegen. Ach, Quatsch. Das trocknet total doch. Nass. Pass auf. Aber wo war denn das Glas im Samtsofa? Es stand neben mir. Nein, das geht gar nicht. Katharina, das geht gar nicht. Dann hier. Warte, also das ist... Ich finde aber die Farbe so toll. Da sind die andere hingekommen. Welche? Ja, sag mal, was machst du denn? Mit dem anderen, wo ist er denn mit der anderen? Du findest, jetzt zieht man das, so macht man immer so, weil man so plötzlich volles Haar hat mit diesen Perücken, oder? Ja, aber das ist so... Ja, das ist ja die kleine kurze. Das ist die kleine kurze. Hast du auch eine Langhaarperücke? Nee, Langhaar habe ich nicht genommen. Das glaubt mir kein Mensch. So, das ist jetzt... Kurze glaube ich dir auch nicht. Was ist das denn? Nein, die geht... Katharina, ich bitte dich. Letzter Versuch. Letzter Versuch, ich glaube auch. Warum hast du denn alles jetzt Grauhaarige genommen? Ja, weil ich nehme doch... Ja, ich habe auch so eine hellblonde. Warte mal, nicht hellblonde. Aber was ist so denn mit einer roten? Nee, rot war ich ganz lange. Rot war ich ewig. Rot ist doof. Sag ich mal die? Nee. Sind alle ähnlich? Ja, klar. Weil es gibt ja keine, die wirklich... Und das ist mal... Gehst du mit den Hunden jetzt? Aber du musst dir vorher was anderes anziehen. Der ist nass bis ganz oben. So, das ist meine Lieblingsperücke. Ja, die ist ein bisschen freakig, die ist süß. Ja, die ist süß und zwar, die sah genauso aus wie die anderen. Und dann habe ich mir eine Schere genommen und habe sie einfach abgeschnitten. Ach so. Jo. Und habe mir die zurecht gemacht, wie ich das wollte. Und die anderen ziehst du eigentlich gar nicht an, oder was? Nee. Die anderen ziehe ich nur an, wenn, wenn ich jetzt drehen sollte, kriegt das die Maskenbildnerin und die schneidet die dann. Aber zieh noch mal die erste an. Die graue? Die graue. Aber die finde ich super. Die finde ich super, die du da hast. Schwitzt du denn mit denen, Katharina? Ja. Aber kannst du dir nicht auch eine pinke noch besorgen für mich? Ja. Also, das ist ja alles die ähnliche Farbe. Mach doch noch mal eine andere Farbe. Naja, also die graue ist ja nun weißblond, ne? Also das ist ja so eine weißblonde. Und wenn du die jetzt genauso schnibbelst wie die andere, du kannst sie ja schneiden. Das ist ja nicht das Thema. Du schneidest die und dann kannst du dir die Frisur machen. Hast du so einen Kopf? Ja.
Und da packe ich die dann drauf und dann würde ich die halt zurechtschnibbeln. Aber das überlasse ich natürlich lieber einer Maskenbildnerin. Aber sehen die, halten die gut? Kannst du die gut auswaschen am Abend? Ja. Einfach, und die sind auch gar nicht so teuer, ne? Naja, also du kriegst ja eine von der Krankenkasse. Ach so, eine nur. Welche ist das? Die? Das war die kleine kurze. Das war die hier. Also die ich selber geschnitten habe. Ja. Die hat die Krankenkasse bezahlt. Und die anderen habe ich mir gekauft aus Spaß und Dollerei. Und ich hatte auch eine Langhaarperücke an. Das sah zwar nicht schlecht aus, aber also ich weiß nicht. Ich bin halt ein kurzer Typ. Und klar, ich hätte auch eine rote nehmen. Ich habe schwarz probiert. Furchtbar. Ehrlich. Nee, schwarz geht gar nicht. Aber du hättest doch eine lockige nehmen können. Die gibt's nicht. Doch. Du wirst lachen. Ja, da musst du aber so ein Afro nehmen. Das darf man, glaube ich, nicht mehr sagen. Oder darf man das eigentlich noch sagen? Natürlich darf man das sagen. Ich darf das sagen. Meine Enkel haben Afro. Ja, aber gibt es nicht so andere, so größere Locken? So wie nee, du hast noch Locken. Ja. Ja, aber gibt es nicht. Du wirst lachen. Das ist, diese Perückenauswahl ist, also ich war echt bei 3 Perückenläden. Und die Auswahl ist nicht so toll. Und eine echte Perücke kostet über, die kosten bis zu 8.000 Euro. Nein, das da ist ja Quatsch. Um Gottes Willen, das ist ja Quatsch. Da fährst du lieber auf die Malediven. Aber, also, das ist ja Quatsch. Aber ich nenne dir mal, das gebe ich dir später, ich nenne dir mal einen Perückenladen, wo so, weil das wäre doch auch geil. Also, wenn schon, ne? Wenn man schon jetzt, weil normalerweise, weißt du, hast du ja Narrenfreiheit. Weil du kannst ja, weißt du, wenn du ja normalerweise eine Perücke aufsetzen würdest und rausgehen würdest, würden die Leute ja sagen, guck mal, die ist so komisch geworden, die trägt jetzt Perücke. Weißt du? Jetzt aber nicht, was wäre denn mit so einer, weißt du, so einer richtigen, so einer Drag Queen? Ja, was? Klar, kann ich, hatte ich auch dran gedacht, aber so eine, dann habe ich gedacht, soll ich mir das jetzt echt antun, so total? Ich hatte auch eine Rothaarige auf. Ich war ja ganz lange rothaarig. Und dann haben immer alle meine Begleitungen gesagt, nee, geht gar nicht. Sieht super blöd aus. Und nee, geht nicht. Und dann haben wir da wirklich, ich habe, glaube ich, gefühlte 400 Perücken aufgehabt. Echt? Ja, Wahnsinn. Und irgendwie, dann wollte ich eine mit, na weißt du, dann wollte ich eine mit Pony haben. Das sah furchtbar aus. Also und so ein Paarenschnitt? Habe ich auch probiert. Da sehe ich aus wie Tante Trude. Das geht nicht. Hoffentlich heißt jetzt keiner Trude. Aber da kriege ich wieder eine aufs Dach. Aber das ist, also das ging alles nicht. Und dann habe ich mich halt für diese grau, hellblond, jetzt liegen sie im Wasser, grau, hellblond. Mann, mein Mann hat aber echt zugelangt, du. Ich schwör's dir. Das war wo stand denn das Glas? Wo stand es denn? Neben mir auf einem Teller. Und er ist auf den Teller, hat er sich gesetzt? Ja, er hat sich auf den Teller gesetzt. Ja, ich habe dir gesagt, dass du dich da hinsetzen sollst, aber ich habe doch gedacht, dass du vorher guckst, auf was du dich setzt. Wer hat immer noch mit dem Arsch gerettet? Jetzt hat er sich eine neue Hose angezogen. Jetzt geht er. Daher kommt das Wort, ich rette meinen Arsch. Und mein Arsch, er soll sich aber bloß nicht wieder da hinsetzen. Du, ist dein Mann, hier kommt nämlich eine Frage, an welchem Ort oder bei welcher Person kannst du deine Batterien wieder aufladen? Ist er das? Das kann ich wieder. Ob ich bei dir meine Batterien wieder aufladen kann? Du meinst es vom Handy oder von dir selber? Nicht vom Handy, sondern das, ob ich bei dir meine Batterien aufladen kann. Nein, das soll ich beantworten. Ja, unbedingt. Solange er da ist, werde ich das natürlich immer sagen. Aber er geht ja gleich. Er geht ja mit den Hunden. Wir haben ein Kabel, das schleppe ich mit. Ich habe ein langes Kabel. Genau. Damit er weiß, was da ist. Doch, doch. Also wir ergänzen uns sehr gut, muss ich sagen. Also wir können zwar nicht zusammen schlafen. In Hotels brauchen wir immer 2 Zimmer. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Aber das liegt an mir. Weil er ist sehr hellhörig. Ja. Zurück, wie geht das mit Herrn Karl? Du sollst jetzt nicht Elena interviewen. Doch. Wie es mit mir mit Herrn Karl geht, im schlafenden Bett? Gut, wir haben so ein großes Bett. So groß kann das Bett gar nicht sein, dass ich nicht säge wie eine Verrückte. Ich schnarche ganz öfter, grauenhaft. Aber es kommen nachts keine Wölfe.
Also ich bin ein Anti-Wolf-Ding. Es kommt kein einziger Wolf. Wo gehst du denn jetzt hin? Du, es ist so heiß hier im Bad. Ich muss das Fenster aufmachen. Ich habe gedacht, du treibst mir die ins Gesicht. Mir ist sofort ganz heiß, du. Sag mal, ich werde jetzt noch eine ernste Frage stellen, Katharina. Ja. Kam nämlich eine ernste Frage. Da habe ich überlegt, ob ich sie dir stelle oder nicht. Was waren deine Gedanken beim Einstieg in den Port? Bei der ersten Chemo hattest du Angst davor. Was ist ein Port? Das ist ein Port. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Warte. Nicht. Siehst du das hier? Nee, was ist das? Oh Gott, das ist der Port. Das da. Aber da ist doch gar nichts. Ja, eben, das siehst du nicht. Und hier ist die Narbe. Ja. Da. Und dann wird der da reingeschoben. Und dann wird der mit einer Ader reingeschoben. Was? Wie? Was wird da reingeschoben? Das ist hier so ein Viereck. Und da ist ein Loch in der Mitte. Da wird dann die Portnadel reingeschoben. Und der Port selbst wird mit einer Ader verbunden. Und bei mir war aber das Problem, 20%. Aber warum? Du hast doch Venen. Du hast doch Venen. Ja, da darf die Chemo aber nicht rein, weil wenn du das nicht richtig erwischst, dann verätzt sie dir alles. Und dafür sind diese Ports da. Und ein Port ist auch manchmal rückläufig, also du kannst auch Blut aus diesem Port entnehmen. Bei mir war aber die Schwierigkeit, also ich wurde aufgeklärt und dann haben sie zu mir gesagt, ja, also 20% der Leute haben diese eine spezielle Ader nicht, an die der Port angeschlossen wird. Und normalerweise wird ein Port ambulant gemacht. Passt die. Ja, klar. Ich gehöre zu den super 20%. Und ich hatte Gott sei Dank vorher verlangt, dass ich eine Vollnarkose kriege. Und ich bin dann aufgewacht und ich sah noch, wie der Operateur an mir rumnäht. Ich war zu früh aufgewacht. Und dann haben die den Anästhesisten nicht gefunden. Der war schon wieder weg. Und dann haben wir zusammen deutsche Volkslieder gesungen, bis ich zugenäht war. Es war ein relativ traumatisches Erlebnis, aber dieses traumatische Erlebnis setzte sich fort. Man packte mich dann in den Aufwachraum. Ich wurde 1,5 Stunden operiert für den Port. Und deswegen bin ich halt aufgewacht, ne? Weil diese Narkose war eigentlich nur für 1/2 Stunde gedacht. Und dann kam eine Dame im weißen Ärztekittel mit sehr starkem russischen Akzent und sagte: Hast du Port gekriegt? Ist große Scheiße. Hier, ich habe auch Port gehabt. Hatte ich auch Brustkrebs. So, mir sind Fingernägel ausgefallen, Zehennägel ausgefallen wegen Chemo. Große Scheiße. Und ich habe mir gedacht, gerade noch völlig bedudelt, ja, in dieser Port-Geschichte von deutschen Volksliedern noch träumt. Ich habe gesagt, wer erschlägt die jetzt? Ich kann nicht, ich bin zu schwach. Aber so willst du aufwachen nach einer OP, indem dir jemand erzählt, was alles auf dich zukommt in der Zukunft. Ach du Scheiße. Das, ist ja das war traumatisch. Und dann, um auf die Frage zurückzukommen, wollten die mir eigentlich gleich am nächsten Tag den Port benutzen, um die Chemo einzuleiten. Dann habe ich mich geweigert und habe gesagt, ich möchte da jetzt erstmal eine Woche warten. Das war auch gut so, denn ich hatte solche dermaßen Schmerzen. Ich habe eine Woche lang nur im Sitzen geschlafen. Also dieser Port war für mich wirklich traumatisierend und der tut auch heute noch wahnsinnig weh. Und dann haben die mir am Montag drauf, haben die dann die erste Portnadel gesetzt. Da bin ich aber an der Decke gesessen. Und ich habe doch so eine Spritzenphobie. Ich auch. Und dann habe ich echt gedacht, ich flippe aus. Das hat so schweineweh getan. Ich habe also wirklich geheult. Und dann Entschuldigung. Und dann bin ich aber am Freitag zu einer anderen Ärztin und habe gesagt, könnt ihr mal probieren, mir da die Portnadel zu legen. Und da habe ich gar nichts mehr gespürt. Und dann habe ich meine Angst mehr oder weniger verloren. Und jetzt klebe ich immer, wenn ich eine... Entschuldigung, das ist meine Allergie. Gesundheit. Die habe ich wieder. Die hatte ich jetzt die ganze Zeit während 3-monatiger Chemo nicht. Ich hatte überhaupt nichts. Ich war super gesund. Und jetzt kommt das alles wieder. Aber du musst aufpassen. Du durftest nicht viele Leute treffen, oder? Nee, ich habe überhaupt niemanden treffen dürfen. Auf jeden Fall tue ich jetzt immer eine Stunde vorher ein Emla-Pflaster drauf. Ah ja, das war doch Kinder kriegen, bevor sie eine, ne? Genau. Und dann können die mit mir machen, was sie wollen. Und dann schlucke ich manchmal noch eine Dormicon oder eine Tramal und dann bin ich sowieso weg. Halleluja. Geht's mir gut. Aber das ist praktisch wie ein Anschluss, oder was? Unter der Haut. Jawohl. Den kannst du auch dein ganzes Leben lang drin lassen, ne? Wenn du möchtest. Aber das wollen wir nicht.
Naja, es ist natürlich geil für jede, für jedes MRT, für alles, was du gespritzt kriegst, ist das natürlich mega, ne? Müssen sie dir nicht in die Adern spritzen. Wächst der nicht zu? Nee, der muss nur ab und zu mal durchgespült werden. Aber spürst du den? Ja, ich spüre den. Also wenn ich jetzt schwimme, morgens so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde im See, dann tut der ganz schön weh. Also ich spüre ihn schon. Also wenn ich jetzt direkt drauf drücke, nicht, aber daneben, wo die Narbe ist, da tut es fies weh. Ich muss halt immer so Übungen machen und so und schmier das auch immer ein. Und aber an welche Ader ist der denn angeschlossen? Ja, meine mussten sie ja fischen unter dem Schlüsselbein, Steißbein wäre scheiße. Aber unterm ich stelle mir das gerade vor, um Gottes Willen. Oh Gott. Schlüsselbein. Oh Gott. Weil ich die. Weil ich die Ader ja nicht hatte, musste das unterm Schlüsselbein rausgefischt werden. Du, ich muss dir mal kurz sagen, du kannst ja nichts lesen, weil du keine Brille auf hast. Nee. Ich finde ganz toll, was ihr alles schreibt und dass ihr auch so ehrlich schreibt, weil da scheinen sehr viele da draußen zu sein, die das auch erlebt haben, die auch Ports hatten. Also, weißt du, das Problem ist ja immer, Katharina, dass wir oft, das, und gerade auch in unserer Branche, das ist natürlich ein heikles Thema, dass Krankheiten sondern geschwiegen werden. Wir dürfen es nicht haben, wir müssen immer so tun, als sind wir gesund. Und dadurch wird die Angst ja noch viel größer, anstatt sich darüber auszutauschen und dem anderen, ne, man fühlt sich ja auch total allein, wenn mal was ist, ja, um das zu erklären, in unserer Branche, also als Schauspieler, du bist nicht krank. Ja, darfst nicht sein. Darfst du nicht darfst sein. Weder HIV haben, noch darfst du irgendwas haben, in keinster Form Krebs oder sonst irgendwas. Die Amerikaner gehen damit anders um, ob es nun Parkinson ist oder sonst irgendwas. Du darfst einfach in unserer Branche nicht krank sein, aber das hat natürlich auch was mit der Versicherung zu tun. Ne? Wir werden ja, wenn wir Hauptrollen spielen, immer ausfallversichert. Und welche Versicherung nimmt dich dann? Der Witz ist aber, dass ich ja jetzt als gesund gelte, denn der Krebs ist ja nun weg. Also, was die jetzt mit mir machen, ist die Chemo, um die kleinste Krebszelle wegzukriegen. Im Grunde genommen kriegst du ein mega Reset, weil alle meine anderen Krankheiten, die ich hatte, von Heuschnupfen oder auch so, alle, weg. Alle futsch. Ja? Und du merkst ja, Haut, Katharina. Du hast ja mega, ich habe eine mega Haut gekriegt, ja. Also besser sah ich noch nie aus. Allerdings habe ich natürlich wahnsinnige Wasserablagerungen hier um Hals rum. Und ich habe einen sogenannten Stiernacken bekommen. Also in Indien wäre ich jetzt heilig und könnte auf der Straße äsen. Weil ich sehe ein bisschen aus wie so eine Kuh, wie so eine indische, ne, mit diesem Nacken. Aber alles andere. Kriegst du keine Lymphdrainage, Liebe? Doch. Doch, weil das wäre gut. Aber die, ne? Das die, dürfen, ja. Die dürfen da nicht rangehen. Das muss ich also von selber wieder lösen. Der Geschmack ist jetzt wieder da. Ich habe ja seit 4 Wochen keine Chemo. Ich hatte jetzt diese Urlaubszeit sozusagen. Und jetzt, wo es mir wieder richtig gut geht, jetzt gehe ich nächste Woche ab Dienstag wieder in die zweite Phase. Geht wieder super scheiße. Und davor habe ich auch aber echt einen Bammel. Phase 2, ja. Warum muss man noch eine nehmen? Ja, das ist, also bei dem, was ich habe, muss ich das machen. Also ich kriege dieselben Behandlungen wie Leute, wie Frauen, die ein Triple-Karzinom haben. Also Mama-Karzinom-Triple. Weil ich habe so eine komische genetische Geschichte. Ich habe eine super schnelle Zellteilung. Und da muss man vorher schon handeln. Das nennt sich, aber das ist bei allen Krebssorten so, denn es wird ja normalerweise bei Triple-Karzinom kriegst du vorher die Chemo, dann schrumpft der Tumor und danach kriegst du eine Bestrahlung und du machst auch diese 2 Chemos durch, aber da kriegst du vorher als erstes die EC, die ich jetzt als zweites kriege. Und ich bin vorher operiert worden. Also man hat mir vorher die 5 Knoten rausgenommen, dann habe ich die 12-wöchige bekommen und jetzt kriege ich jetzt die 4 EC, nennt sich das. Das ist auch die sogenannte Campari-Chemo, da das Zeug so ganz rot ist, was sie dir reinpumpen. Und ich sauf das Zeug ja lieber. Und deswegen und danach kriege ich dann nochmal eine 3-wöchige Bestrahlung. Aber bei mir hat sich das total umgedreht, weil ich habe diese blöde Zellteilung. Ja. Und deswegen gehe ich aber genau durch, wie jede Frau, die Krebs hat, also ein Triple-Karzinom.
Ich habe dieselbe Behandlung. Also ich habe nichts anderes. Ich muss durch die ganze Scheiße auch durch. Das ist aber immer, und jede Chemo ist eigentlich vorsorglich. Okay. Weil, also wenn du jetzt vorher so wie ich operiert worden bist, dann ist der Krebs ja weg. Also diese Zellen sind ja futsch. Der Tumor ist weg. Ist weg. Aber es könnten sich noch kleine böse Zellen in deinem Körper befinden, die dann irgendwann wieder ausbrechen und sagen, so, ich bin wieder da. Dafür ist die Chemo. Denn alle diese bösen Krebszellen werden vernichtet. Und das, was ich jetzt kriege, die 4C, EEC, diese viermal, das geht jetzt auf das Knochengerüst. Das könnte jetzt irgendwo im Knochen. Deswegen musst du vorher zum Zahnarzt, der muss dein ganzes Gebiss checken, weil ich jetzt die nächsten 10 Jahre gar kein Implantat mehr kriegen könnte, weil das gar nicht mehr halten würde. Was? Mhm. Warst du jetzt beim Zahnarzt noch deswegen? Ja. Der hat alles gebissen, aber ich hatte ja Gott sei Dank meine Zähne schon gemacht. Also bei mir ist nichts auffällig. Und ich habe, also Metastasen gab es keine, Wächterlymphe war auch völlig frei. Also ich habe halt, bei mir hat sich das, ist es ja eine andere Form, ne? Und ja. Mein Bruder hatte den seltensten Krebs, du musst dir das mal vorstellen. Da gab es nur 6 Fälle auf der ganzen Welt. Was? Von dieser Krebsform bei einem Jugendlichen. Und wir sind halt genetisch irgendwie anders gebaut. Keine Ahnung. Ich gehöre ja auch zu den 20%, die diese Ader nicht haben. Ich habe Rollvenen, du triffst bei mir nicht ein bisschen. Bei mir weinende Arzthelferinnen, die versuchen, meine Ader zu treffen, um mir da ein bisschen Blut abzuzapfen. Ja? Die kriegen schon die Panik, wenn ich komme. Da verschwindet alles unterm Tisch. Um Gottes Willen, die kommt wieder. Und dann kriege ich jedes Mal 9, ja? Weil die sagen, ja, du musst bei der das Blut abnehmen. Und ich sage dann immer nichts. Und beim ersten Mal klappt es immer. Meistens. Und beim zweiten Mal ist es eine einzige Katastrophe, dann fangen die immer an zu stochern. Und vor allem kommen Leute, die sagen, ah, ich habe auch kein Problem mit Blut abnehmen. Du, ich sage dir, ich sah teilweise schon grün und blau aus und dann fangen die an so zu stochern und diese Ader zu suchen, weißt du? Oh, und bis ich dann immer sage, du reicht aber. Deshalb hast du auch eine Spitzenphobie, ist ja klar. Ja, du, aber jetzt habe ich keine mehr. Jetzt ist, da bin ich geheilt. Das kann ich dir sagen. Und dann habe ich ja diese fürchterlichen Spritzen gekriegt, weil meine Leukozyten so abgeschossen sind in den Keller. Und dann kriegst du diese Spritze, die dich wieder aufbaut. Ich sage dir, die Chemo war ein Spaziergang dagegen. Diese Spritzen sind, oh, was habe ich für Schmerzen gehabt? Gliederschmerzen ohne Ende. Ich bin echt einen Tag nur im Bett gelegen, habe nur geheult. Weil es waren wirklich Schmerzen und dann hat mir einer gesagt, ja, warum hast du kein Ibuprofen genommen? Und ich sagte, wäre eine gute Idee gewesen. Habe ich nicht dran gedacht. Das darf man nehmen? Ja, dann kriegst du Ibuprofen 600. Aber ich habe es ja da liegen gehabt, aber ich habe es einfach nicht genommen, ich Dummkuh. Machst du denn auch noch was, sag mal, machst du denn jetzt auch was noch Pflanzliches dazu oder bist du jetzt im Moment erstmal Schulmedizin durch? Nee. Also ich habe ein Hanföl. Ja. Das nimmst du oral, als auch, dass du deine Hände und deine Füße eincremst. Warte mal, ich habe das hier. Das ist das hier. Ja. Und das musst du auch nehmen und das schmierst du dir halt auch die Füße und die Hände ein, damit du dieses Taubheitsgefühl nicht kriegst. Ne? Das ist ganz wichtig. Okay. Musst du ständig cremen. Dann nehme ich Selen, ich nehme Vitamin D, also ganz viel Vitamin D. Selen. Wo wir hier reden, nehme ich gerade auch noch eine Vitamin D. Das kann ja nie schaden. Nee, das schadet nie. Und dann, also das musst du hochdosiert nehmen. Und dann habe ich auch Magnesium. Und dann habe ich Kurkuma-Wasser. Ganz toll. Kurkuma-Wasser ist super. Damit beliefert mich immer meine liebe Agentin, die Annette Zierer. Und dann habe ich noch... Machst du eine Misteltherapie, wird gefragt? Nein, mache ich nicht. Aber ich nehme auch CBD. Was ist das denn? Also, Cannabis. Ja, aber als Tropfen, oder was? Als Tropfen, ja.
Ja klar, das soll ja total helfen da. Aber die CBD-Tropfen, also nicht die THC. Bei THC wäre ich zwar lustig, aber ja. Ich nehme die CBD. Aber du könntest ja mal auf deinem Instagram, weil ich glaube, dass viele, weißt du, was ja gut ist, du redest ja ganz offen darüber. Ja? Ja. Und ganz vielen geht es ja auch ähnlich und viele hier, was ich hier mitkriege, haben auch schon mal Chemos hinter sich und sozusagen, und nur die, ich sag jetzt mal, ne, ich habe toi 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 noch keine gehabt, aber ich glaube, nur die, die es gehabt haben, wissen, wie es ist und können mit jemand anderem reden, wie es ist. Ne? Weil bestimmt empfindet jeder anders, aber so eine Grundstruktur ist ja gleich. Weißt du? Und das ist vielleicht... Also, schwierig, Elena, weil schau mal die Sonja Kraus an zum Beispiel. Ne? Ja. Die ist da durchmarschiert. Gut, sie ist sehr viel jünger als ich, fast 20 Jahre. Hat das wahrscheinlich besser weggepackt. Aber jeder reagiert wirklich anders. Also ich habe natürlich jetzt echt Bammel vor den Vieren, weil die muss echt heftig sein. Aber da haben ja auch Frauen geschrieben, die gesagt haben, es war gar nicht so schlimm. Ja, die ersten 3 Tage sind unangenehm und dann, und die haben es meistens 2-wöchig gemacht, aber ab einem gewissen Alter, wie bei mir, machen sie es in einem 3-wöchigen Pause. Ja, damit dein Körper sich wieder erholen kann. Und da kriegst du eben diese fiesen Spritzen auch. Die schlagen dann aber erst so, weil das sind dann Langzeitspritzen, die sind ein bisschen anders als die, die ich vorher gekriegt habe. Die kriege ich ja in den Hintern. Und das ist dann aber so ein Langzeitgedöns. Und da sagt man, die schießen dann erst so am 10. Tag ein. Jetzt weiß ich aber, dass ich Ibuprofen nehmen werde und dann da eben gut drüber komme. Ne? Machst dir einfach so eine Kombi, nimmst einfach so eine Großpackung mit. Weißt genau. Dann nimmst du einfach eine Großpackung Ibuprofen, weil natürlich ist ja eine Chemo Gift. Ne? Das ist ein Gift. Eibengift, ja. Was für ein Gift? Eiben. Eiben? Ja, der Baum, die Eibe. Die Chemo kommt aus der Eibe? Mhm. Die 12er, ja. Ach, das und ist jetzt interessant. Krieg ich was anderes. Also eigentlich eine pflanzliche Geschichte. Ja. Also. Aber fies. Pflanzen sind nicht immer nett. Nee, das sagt man auch. Meine Liebe, das sagt man auch. So, pass auf, wir werden jetzt mal... Und jetzt, wie immer, unsere beliebte Rubrik. Weil ich sag dir was. 7 Fragen aus 77. Wähle mit Bedacht, denn nun geht es ach ans Eingemacht. Ich glaube, es wäre gut, Liebe, wenn wir auch noch ein, zwei Fragen machen. Um das ja auch, das will ich auch noch mal sagen. Das ist echt so wichtig, dass du da jetzt durchkommst. Und wenn irgendwas ist, ich bin da. Ne? Ich komme dich auch besuchen, wenn ich da. Oder musst du alleine sein? Nee. Draußen kann ich Gäste empfangen, das ist kein Problem. Ja. Meine Tochter, die ja jetzt aus Kanada kommt und eben in dem Flieger sitzt, die muss jetzt erstmal Tests machen, ganz klar. Die darf erstmal 3 Tage nicht zu mir. Aber da bin ich sowieso in der Klinik, weil ich bleibe jetzt die ersten 3 Tage in der Klinik jeweils. Ich gehe nach Bad Rissel. Wird der ein oder andere bestimmt auch kennen von den Damen hier, die betroffen sind. Okay. Und und dann freue ich mich auf meine Töchterchen. Die bleibt auch die ganze Zeit. Die bleibt jetzt erstmal 3 bis 4 Wochen, ja. Okay, das ist aber super, oder? Das hilft auch ein bisschen. Du, wir werden ermahnt, wir vergessen das Foto, pass auf. Wir machen jetzt was ich nie mache. Dreh mal dein Handy um. So? Und jetzt geh mal runter. Oh Gott, jetzt verlangt sie sportliche Übungen von der alten Frau. Und ihr macht jetzt einen Screenshot. Elena, was verlangst du von mir, Mensch? Ich will deine geile so Scheiße. Pass auf. Du siehst mich nicht, was ich jetzt hier mache. Ich bin eigentlich halbnackt. Was? Wie machst du das denn? Ja, ich habe kein... Handy heben, Katharina. Was? Heb das Handy. So. Guck, du musst mal... Heb es. Komm runter. Was? So. Dein Oberteil wird mein Unterteil. Sag mal, ich bin zu blöd. So, ja. So?
Macht ihr ein Foto, ihr Lieben? Warte. Guck. Schau mal, wie super. Wir müssen Screenshot machen. Jetzt drehen wir es nochmal um. Wir machen nämlich heute zwei Fotos. Wie machst du das, dass du auf dem Kopf stehst? Dreh das Handy mal um. Ja, aber da bleibe ich doch immer wieder. So, und jetzt machen wir so ein Foto. Aber ich bin zu blöd dafür. Nein. Jetzt. Weißt du, was lustig ist? So sehen, guck mal. Hello. Das ist doch super, oder? Wir sehen auch wir beide. Jetzt haben wir zwei Fotos von uns. Siehst du? Einmal, oder? Super. Weil ich meine, wenn man schon. Aber es steht dir. Ich muss tatsächlich sagen, du hast eine gute Kopfform. Ich hatte ja schon öfters für Rollen eine Glatze, also so ist es nicht. Und auch fürs Theater habe ich mir schon Glatzen geschnitten. Das war dann immer lustig, weil dann immer alle sofort fragten, oh, sind Sie krank? Ich habe gesagt, nee, jetzt fragen Sie nicht mehr. Und dann schreie ich jetzt immer, jetzt bin ich krank. Jetzt ist es echt, jetzt kannst du fragen. Wir haben ja schon so viele Fragen gemacht, immer wieder. Du kennst ja quasi die ganze Liste. Ich war nur einmal bei dir. Nein, zweimal. Nein, war ich nicht. Doch, du warst zweimal da. Ernsthaft? Ihr Lieben, war Katharina zweimal bei mir? Nee. Bitte schreib das. Du warst zweimal da, Jakob. Ernsthaft? Ganz sicher. Schreib mal bitte, ob sie zweimal da war. Ich habe eine Chemobirne. Also, Katharina, du warst doch zweimal da. Nein, einmal. Natürlich, nein. Einmal bist du über die Anrichte gesprungen. Ja. Ja. So, und beim nächsten Mal waren wir in Kanada. Stimmt. Natürlich. Das Kanada habe ich vergessen. Du warst doch in Kanada. Wir waren mit dir schon überall. Ja, stimmt. Guck, es schreiben auch alle. Stimmt. Man möge mir verzeihen. Einmal hast du nur die intime Liste gemacht. Ja. Von mir. Erinnere dich. Siehst du? Und jetzt, das heißt, deshalb stelle ich dir heute, der Oliver Pflug hat mir eine neue Liste geschrieben. Oh. Weil der Ansicht war, dass meine Liste zu harmlos ist. Okay. Würdest du eine intime Frage von Oliver Pflug machen? Ja, klar. Sag mal eine Nummer von 1 bis 24. 12. Ja gut, das ist natürlich jetzt absurd. Jetzt will ich es aber wissen. Wenn du sagst absurd. Worüber könntest du jeden Tag weinen? Nimm dir einen Moment. Das soll eine intime Frage sein? Ja, das ist... Es ist jetzt wirklich eine intime Frage, worüber ich weine jeden Tag. Ich wollte Hört eigentlich keinen. Was? Ja. Ja, gut. Es gibt auch andere Fragen. Aber das ist doch nicht intim. Das ist doch keine intime Frage. Worüber könnte ich jeden Tag weinen? Wenn ich mich im Spiegel, also wenn ich so ab dem Hals mich im Spiegel sehe, darüber könnte ich heulen, ja? Geh, das stimmt ja nicht. Doch, ich wollte kein Brazilian Waxing. Nee, das stimmt. Das... Aber... Da muss ich gleich wieder mal mein Auge kühlen. Ich kühle gleich wieder mein Auge. So. Noch eine Frage bitte von 1 bis 77. Ihr findet die Liste von Oliver. Nein, da gibt es auch intime Fragen. Also das war keine. Also, die, aber was ist die Antwort? Was ist die Antwort, worüber du jeden Tag weinen könntest?
Ja, weiß ich nicht. Das ist eine Frage, wo ich sage, jeden Tag weinen könnte. Ah ja, doch, wenn ich die Nachricht sehe. Was hast du denn da auf dem Sofa? Hä? Das sind doch die Perücken. Nee, das dahinter ist das, was da, dahinter, was ist das dahinter? Das ist das Schwein meiner Hunde. Das Nein, hinter Schwein. Mir. Hinter dem was? Kissen, Katharina. Das ist kein Vibrator. Das ist meine Pistole für die Faszien. Was ist das? Eine Pistole für die Faszien. Und das die bringt ist so, was? Ja, tut sau weh. Aber ich habe mich ja an Schmerzen inzwischen gewöhnt. Ja, also die geht nicht mehr. Die hat keinen Saft mehr. Die tust du dir dann so, die macht so dung, 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 dung. Und da kannst du dir dann die Faszien so machen. Hat mir meine Tochter geschenkt. Tut aber weh. Hat mir meine Tochter geschenkt. Soll mega, es ist mega toll. Also mir macht die Spaß. Also manche Leute vertragen das nicht. Manche Leute kriegen Kopfschmerzen davon. Aber du machst es öfter, du musst sie nur wieder aufladen. Nein, ja, ich wollte mit dir heute gar nicht, ich finde das nämlich viel zu spannend heute, ich wollte mit dir gar nicht 7 Fragen heute machen, weil das würde den Rahmen reißen. Und ich wollte mit dir die eine intime Frage von Oliver Bluck machen, dass du dir natürlich die intime Frage aussuchst. Dann gib mir mal eine halt andere. So. Gib mir die 3. Die 3, okay, ich gebe dir noch die 3. Warte. Heulen, soll ich jeden Tag heulen. Ich die Nachrichten sehe, heul ich. Ja, da heult man sowieso. Also, könntest du dir vorstellen, ein Jahr auf Sex zu verzichten? Wenn ja, was müsste der Gegenwert dafür sein? Ein Jahr? Kind, ich bin seit 6 Jahren im Trockendock. Sagen wir mal 10 Jahre, dann... Sag mal, Schätzchen, wir machen doch nicht mehr den Sprung über die Anrichte, Kind. Nee. Nee, das ist, ja... nee, ist auch schon. Nee. Hör mal, mein Mann wird nächstes Jahr 80, ja? Ist doch blendend in Form, aber ja. Bei mir knackt und kracht es überall. Außerdem bei meinem Gewicht wäre das für ihn im Moment lebensgefährlich. Ja. Also, Spinnerin. Das stimmt nicht. Doch. Du, ich habe durch die Chemo wirklich zugenommen. Und er, als ich ihn kennenlernte, war das ja auch schon, habe ich immer gebetet nachts, dass mein Welpenschutz funktioniert. Dass ich mich nicht umdrehe und ihn unter mir begrabe. So ein Quatsch, als wenn du ihn doch begraben würdest. So zart ist er doch gar nicht. Schau dir, doch, der ist ganz, ganz spirrelig. Das ist so ein Neberg-Typ, der rennt ja jeden Tag 80? Stundenlang. Ja, der wird 80. Der rennt ja jeden Tag 2 Stunden durch die Botanik und dann macht er noch eine Stunde Rudern und auf dem Fahrrad und weiß der Geier was. Ja, während Muttern vom Fernseher sitzt und die Törtchen frisst, ne? Also man darf sich nicht wundern. Ich schwimme zwar und ich gehe viel spazieren, aber das ist ja nicht das Gleiche, was der Mann macht. Und dann Sex als Ausgleichssport, und ich möchte ihn ja noch länger haben, das geht nicht. Nein, das wäre zu viel. Nein, 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 da muss man auch wirklich. Du, wir sind ja schon seit über 20 Jahren zusammen. Ja, nein, ich sag ja gar nichts Schlimmes. Ich fand nur diese Frage lustig. Verstehst du? Sollen wir noch eine machen davon? Ja, klar. Sag mir noch eine Nummer. Die 8. Welches Körperteil, Körperregion gefällt dir an dir am wenigsten? Das Körperteil, was nachts im Bett, wenn ich mich umdrehe, nicht mitkommt. Das ist mein Bauch. Den muss ich immer so von der Kante des Bettes dann wieder so rüberschmeißen. Also, pass auf, meine Liebe, das stimmt alles nicht. Ich war letztes Jahr mit dir essen. Da gibt es keinen Bauch, den du mit rüberreißen musst. Ich bin nur hervorragend angezogen, vergiss das nicht. Wenn ich mich ausziehe, macht das erstmal alles flatsch. So, dann muss ich das Zeug wieder hochbringen. Also, ich benutze ja inzwischen auch wegen dieser Körperfalten, die ich habe, Körperpuder. Ja. Ne? Also, ach, das ist tolles Zeug, wirklich. Da, ja, also aber diese. Babypuder, oder? Hm?
Baby. Nee, da gibt es schon schickere. Also da gibt es schicke, die ganz gut riechen. Und also ich muss sagen, ich hatte ja schon immer so einen Bierbrauerarsch, ne? Also ja. wie so, ich bin ja eher so ein Kaltblut vom Körperbau her. Du, ich bin extrem muskuliert, muss ich auch mal dazu sagen. Ich war ja bayerische Jugendmeisterin im Kugelstoßen. Und das, so, im das, Kugelstoßen war ich in der 7. Klasse, habe ich eine Ehrenurkunde mitgewonnen. Das möchte ich dir mal sagen. Haha. So, mit der 4-Kilo-Kugel, das will ich dir mal sagen. Ne? Genau. Und ich war immer schon sehr kräftig. Also ich war sehr, ja, so mehr viereckig. Und das ist natürlich, ja, also ich meine, ich müsste natürlich was tun. Nö, mein Ranzen ist, ja. Ja, aber du hast ja Konfektion 44. 42, 44, ja. Aber ich bin klein. Ich bin klein. Aber ich habe 46. Du bist riesig. Du bist 2 Köpfe größer als ich. Du bist wie ein Leuchtturm, wenn du vor mir stehst. Ich bin doch kein Leuchtturm. Ich kann zwischen deinen Beinen unten durchgehen. Ich muss mich nicht mal dafür bücken. Aber ich sag dir was. Ich mache ja jetzt Klamotten. Echt? Für unser eins. Ja, ehrlich? Selber. Ja, kommt am Donnerstag. Da bin ich gespannt. Da kommt 2 Teile. Also 3. Es wird spannend. Für unsere Größe. Ja, was dir bis zu den Knien geht, geht mir dann bis an den Knöchel. Nee, Schatz. Kurz und groß. Okay. 2 Größen natürlich. Für klein und groß. Bin ich gespannt. Kann ich das für Anna auch nehmen? Im Oktober drehe ich. Ah ja. Ja, das weiß ich nicht, weil wir dürfen keine Werbung machen. Weiß ja, nicht. Aber wenn es passt und gut ausschaut, kann ich es doch anziehen. Ja, aber dann werden wir mal heimlich drüber reden, weil das dürfen wir ja alles nicht. Nee, du darfst es nicht. Wenn es passt, wenn dir das passt, kannst du es anziehen. Da meine ich doch. Ja, das meine ich. Du kannst anziehen, was du willst. Aber das ja. andere dürfen wir nicht. Sag mal, wo ist der Gatte eigentlich? Sitzt der hinter dir oder was? Nee, der ist jetzt in der Küche. Der spült ab. So, Liebelein, ich werde morgen früh um 7 raus müssen. Ich kriege die Krise. Nee, das stimmt gar nicht. Ich werde um 7 abgeholt. Ich muss um 6 schon raus. Ja, siehst du, und das ist dann mein Vorteil. Ich werde dann sehr viel später abgeholt, weil ich nur eine Perücke aufkriege. Kriegst du morgen eine neue? Wahrscheinlich, ja. Außer sie nehmen eine von denen, die ich da habe. Und die schnibbeln sie mir zurecht. Aber wenn du im Oktober drehst, meinst du, bis dahin sind die Haare noch nicht länger? Nee. Ja, sie wachsen ja nicht mehr. Es tut sich ja nicht. Aber vielleicht jetzt durch die andere. Ja, das kann sein. Oder ich verliere sie komplett. Nee, oder die kommen wieder. Ich habe nur Angst, weil alle so sagen, dass die Haare nach der Chemo irre zurückgekommen sind und sich gelockt haben. Aber ich habe nur meine Körperhaare verloren. Stell dir bitte vor, ich habe plötzlich einen lockigen Behang an meiner Brust oder an meinen Beinen. Aber du hattest doch früher an der Brust keine Haare, Katharina. Aber die kriege ich jetzt vielleicht. Geh, Quatsch. Du kriegst doch, also, das ist doch Quatsch. Du kriegst doch keine Lockenbrust jetzt. Naja, so ein bisschen Brustbehaarung hatte ich schon. Ich war schon immer testosteronlastig. Ja, aber du hast ja jetzt, da sind doch 4 Perücken. Das wird am Dreh echt angenehm. Dieses ganze Rummachen an den Haaren hört auf. Weißt du? Sparst du immens viel Zeit. Sparst du immens viel Zeit, das würde ich sagen. Das würde ich sagen. Ja. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du keine lockige Brustbehaarung jetzt kriegst. Oder an den Beinen oder da so im Mittelbereich. Stell dir, mal vor. Stell dir das mal bitte vor. An den Armen, so eine, weißt du? Das haben alle Frauen gesagt. Die haben alle gesagt, die Haare kamen lockig und ganz toll wieder. Irre Haare. Ja, aber ich habe sie ja nur am Körper verloren. Ich habe echt Angst. Dass ich Nein, aber da musst du mich auf dem Laufenden. Da kannst du ja mal so ein Zwischenstadion machen. Klar, ich mache Fotos für dich. Nein, aber ich wünsche dir, wann geht's los die Woche? Dienstag, ja. Da muss ich einrücken. Drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen. Bitte alle die Daumen drücken. Und was doch schön wäre, ne, auch wenn die Katharina dann vielleicht einen Tag ihr nicht gut geht oder 2, wenn ihr viele Nachrichten schreibt. Weil wisst ihr, das hilft ja auch. Es hilft ja auch,
Wenn man, doch, ich finde ich schon. Ich finde, wenn Menschen an einen glauben und da sind, dass einem das hilft, dass man nicht alleine ist. Du meinst, du bist eh nicht allein. Aber weißt du, was ich meine? Aber es gibt doch bestimmt Momente, wo man sich allein fühlt, oder? Ja, klar, es ist manchmal schon hart, aber ich denke mir halt, ich habe eine positive Grundeinstellung und ich sage immer, man kann das schaffen. Wir schaffen das. Also alle, die betroffen sind, es ist machbar. Ja, wenn man eine positive Einstellung hat und sagt, hey, ich gucke vorwärts, das ist ein halbes Jahr meines Lebens, da muss ich durch. Und dann ist das gegessen, das Thema. Ja. Und dann bin ich geheilt. Und wahrscheinlich gesünder als viele andere, wenn das Ding dann raus ist, dieses Gift. Das dauert halt auch eine Zeit lang. Was halt fürchterlich ist, dass du deinen Geschmack verlierst. Und ich bin auch so ein Genussmensch, ne? Das ist doof. Das ist doof. Aber der kommt auch wieder. Im Moment ist der gerade da. Das heißt, ich bestelle mir im Moment alles das, was ich wirklich gerne esse. Ja, und vielleicht geht jetzt mit der zweite, ist ja eine andere. Vielleicht bleibt da der Geschmack. Einfach, wir müssen da jetzt positiv durch. Glaube ich jetzt weniger, aber ja, selbst wenn nicht, ich weiß ja nun, was ich dann schmecke. Das ist ziemlich scheußlich. Also da kann ich auch meinen Biomüll auslöffeln. Aber es ist, aber ich weiß ja inzwischen, was ich dann trinken muss, was ich essen muss und so. Also das habe ich ja alles jetzt im Griff. Ja, und dann gehst du auch wieder nach Hause und ruhst dich dann aus, oder? Und machst eine schöne Zeit. Ja. Also ja. Schöne Zeit. Aber du bleibst jetzt nicht die ganze Zeit bei der Chemo im Krankenhaus. Nein, 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 nein. Nach 3 Tagen fahre ich wieder nach Hause. Das meine ich. Ne? Und dann legst du dich auf die Samtcouch. Bis dahin ist sie auch getrocknet. Ne? Na. Die echt ganz nass gemacht, oder was? Aha. Es war eine volle Ladung. Aber ich sag dir ja, es ist alles nicht schlimm. Alles trocknet wieder in den grünen Bereich. Also es ist kein Thema. Und wir, also, Liebe, du schaffst es. Wir alle sind da. Wir alle schicken dir Kraft, oder? Ihr Lieben, wir schicken Kraft, gute Gedanken. Scheiße ist es allemal. Und toi, toi, toi. Und geht bitte die Vorsorgen, die man machen kann, macht sie bitte. Oder? Das muss man einfach sagen. Absolut. Wir haben die Chance in Deutschland, dass wir die Vorsorgen kriegen. Lasst uns sie machen. So. Würde ich einfach mal sagen. Absolut. Liebe, pass auf dich auf. Toi, toi, toi. Viel Spaß. I try. Ich muss ja erstmal noch mal ein bisschen kühlen, mein Auge. Es wird auch nicht besser. Das bringt die Bilderin locker hin, Schatzele. Meinst du? Meinst du? Ja. Aber sag dem Herrn, er soll nicht so zuschlagen. Ja. Spielarten sind ja ganz nett, aber bitte nicht ins Gesicht. Wir sind Schauspieler. Du bist unmöglich. Du bist unmöglich. Also du schläfst gut, ich gehe jetzt auch ins Bett und wir hören uns wieder. Ich mache mein Keyboard. Macht es gut und vielen Dank an alle, die mich so toll unterstützen. Gib mir Mut. Geben dir Mut. Pass auf dich auf. Ciao, Liebe. Danke dir. Ciao. Ciao. So, jetzt muss ich meine Brille aufsetzen. Ich sehe euch. Jetzt die Brille, guck. Da. Ihr Lieben, was für ein schönes Gespräch. Ich finde ganz toll, dass die Katharina Jagd gibt einem Kraft und die macht, dass sie damit offen umgeht, weil es ist tatsächlich nicht so einfach. Das muss man ganz ehrlich sagen. Auch in unserer Branche ist es nicht so einfach. Weil was man vorhin kurz angerissen hat, diese Ausfallversicherung, wenn du größere Rollen spielst, werden ein paar Leute ausfallversichert. Das heißt, wenn die ausfallen, dann geht es nicht um unsere Gage, sondern um den Drehtag oder um die ganze Produktion, dass das irgendjemand bezahlt, sozusagen. Und da darfst du eigentlich nicht krank sein, auch keine Vorgeschichten haben, sonst versichern die dich nicht. Und wenn sie dich nicht versichern, dann trauen sich die Produktionsfirmen dich teilweise nicht zu besetzen, weil was ist, wenn du ausfällst. Und deshalb ist es so wichtig, dass deshalb haben wir oft so viel Angst, über Krankheiten zu sprechen, obwohl sie ist jetzt gesund. So, das ist jetzt nur noch Vorbeugen und Nachsorge, aber sie ist gesund. Und deshalb wird sie weiterdrehen. Wird sie sowieso. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Abend. Ach ja, und nochmal zu sagen, vielen Dank an Ungrete Dermalogica, Hakle und Noeli. Ganz toll, dass ihr an meiner Seite seid, meine Unterstützer seid. Und wenn ihr das Pre-Cleanser, das Special Cleansing Gel gewinnen wollt, bis Dienstagabend einen lustigen, netten, kreativen Kommentar zum Thema das Gefühl warmer Sonnenstrahlen auf der Haut. Da hätte ich gerne von euch poetischer Güte, möchte ich sagen. Ich liebe das, Kommentare zu lesen, das wisst ihr. Und ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr am Donnerstag um 7:45 dabei seid, wenn Frau Uhlig
ihre Mode präsentiert. Da bin ich ganz gespannt, was ihr sagt. Ich habe es für euch gemacht, für mich gemacht und freue mich total. Schlaft schön, passt auf euch auf. Habt eine gute Woche. Wir haben ja hier in Bayern noch nicht Ferien. Manche haben ja schon Ferien. Wo auch immer ihr seid, passt auf euch auf. Bleibt vor allem gesund. Geht zur Vorsorge. Und schickt mir nachher die Fotos, die ihr gemacht habt. Markiert die Katharina und mich in den Storys und schickt es rum. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Mit Hashtag #MusikStillMörtchen. Hört ihr mich überhaupt? Gute Nacht, ihr Lieben. Schlaft schön.